Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, heute nochmal ein kleines Video zum Erstellen von Stücklisten. Und zwar hatte der Nutzer Aldo ein kleines Problemchen beim Erstellen von Stücklisten. Er hat also hier so Stückliste angeklickt, hat das geöffnet, das Plugin ausgewählt und dann auf Erstellen geklickt und bei ihm kam hier nicht Erfolg, wie bei mir, sondern die Fehlermeldung Command Error Return Code 11 mit diesen IO-Fehlern. Dieser Fehler ist bekannt und hier auf GitHub schon beschrieben. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und das Problem liegt im Prinzip daran, dass dieser XSLT-Prozessor hier wohl ein Problem mit Leerzeichen in den Dateinamen hat. Deshalb an dieser Stelle nochmal der dringende Hinweis, wenn ihr euch ein neues Projekt erstellt, wenn ihr euch ein neues Projekt erstellt, dann auf Leerzeichen verzichten. Hier beispielhaft mal eins mit Leerzeichen. Ich mache mal abc Leerzeichen def. So, wem sowas unterlaufen ist, dieser Fehler, der hat also jetzt mal schon das Problem, dass der Ordner dieses Leerzeichen enthält und auch die Dateien im Ordner selbst. Und jetzt könnte also dieser Return Code 11 hier auftauchen, wenn man eine Stückliste erzeugen möchte. Deshalb dann als Fehlerlösung, wem sowas passiert ist, hier in den Projektordner gehen. Ihr seht hier bei mir, ich arbeite hier immer mit Unterstrichen, um Leerzeichen zu vermeiden. Und der muss dann also hier auf den Ordner gehen, Leerzeichen entfernen, Unterstrich oder ein anderes Zeichen wählen und diesen Ordner als erstes mal umbenennen und auch dann hier in den Dateien selbst auch hier wieder entsprechend das Leerzeichen entfernen. Das muss man jetzt für alle Dateien wiederholen. Es können unter Umständen auch eine ganze Menge sein, weil die werden alle so erzeugt, immer dann mit diesen Projektnamen und dem Leerzeichen drin. Das ist dann ein bisschen Fleißarbeit, aber auf diese Art und Weise kann man zumindest versuchen, diesen Fehler zu beseitigen und auch dann zu seiner Stückliste zu kommen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch viel Erfolg mit KiCad und bleibt alle gesund. Tschüss!